Ich habe bisher 3.000 Euro bekommen, aus Bayern irgendwie dann im Mai. Meine Wohnung kostet, glaube ich, schon 1.250, also hier in München. Woher kommt diese Zahl? Warum 1.000 Euro? Was soll man damit quasi in einer Metropole, wofür soll das reichen? Die Museen haben so durchdachte und tragfähige Hygienekonzepte, die natürlich sehr viel überlegter sind als in jedem Einkaufszentrum. Seriös können wir nicht damit rechnen, dass wir in 2021 unser Geschäft schon wieder aufnehmen. Wir müssen in der Politik das Wording ändern. Politik hat leider Gottes Publikumsveranstaltungen als Superspreader-Events hingestellt. Dann stellen wir doch fest, dass wir eigentlich bei einer Schließung ein staatlich verordnetes Berufsausübungsverbot haben. Deswegen brauchen wir auch eine breit aufgestellte und transparente Förderung in allen Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also das ist auch ganz wichtig, ein Appell an die Institutionen, dass sie hergehen und uns als gleichwertige Partner für die kulturelle Entwicklung sehen. Das Konsumverhalten wird sich verändern. Es wird Jahre brauchen, um auf ein ähnliches Niveau zurückzukommen. Und deswegen wird die Beantwortung einer Schlüsselfrage ganz, ganz bedeutend, und zwar, wie monetarisieren wir digitale Angebote? Ich denke auch, dass Kunst, Kultur, Erinnerungskultur jetzt ganz zentral sind und dass wir eben hier auch diesen antidemokratischen Ideen gegensteuern.